seit 20 von nicht mal, ne, ich meine, ich bin ja immer noch klein und als das Spiel rauskam, da war ich gerade mal in der Grundschule, ne? Und weil man das sein Leben lang hindurch immer wieder gedaddelt hat, fühlt man sich irgendwie alleine durch dieses olle UI und so zu Hause. Aber ja, das haben sie hier schon schöner gemacht. Das ist schon richtig. Ich mach so. Bom. Land vom Schatten befreit. Die mal Licht an. Deckard Kane, begebt euch ohne Umschweife ins Lager der Jägerinnen. Mensch, er ist ja hier sogar noch in seinem Portal drin. Das ist ja witzig. Hallo. Ich glaube, ihr kommt aus Kroatien. Da gibt es eine Insel, die heißt Krk. Furzen heißt Frt. Wurde wieder in der Welt entfesselt. Wenn man sich auf in Kroatien unterhält, dann spricht man Man erwartet immer, dass alle Kroaten am laufenden Band Dubstep produzieren. Jeder Kroate spricht und andere machen davon Musik. Und so. Bitte nicht hauen, falls jetzt jemand aus Kroatien hier gerade zuguckt. Lichteffekte hier auch, ne? Hier mit der Fackel hier da unten. Scrollen kann ich nicht, ich wollte gerade scrollen. Das ist hier so eine Selina. Willkommen in unserer grandiosen Hütte. Guten ich Pizza, weiß, ihr seid hier, um das Böse herauszufordern. Um Baal zu vernichten. Wo ein Campinglo in Ordnung gehen könnte, stimmt schon. Jetzt gleich kommt die beste Background-Music. Findest du? Wenn ihr wüsstet, warum ich gerade gelacht habe, ne, dann würdet ihr mich für albern halten. Ja? Oh, dieser Kontrast, ne, wenn man gerade so Scheiße im Mund hatte. Bitte nicht zitieren. Und dann was Vernünftiges wieder in den Rachen schiebt. Pestwolf. Eine Leistung, die eines Buddhas würdig wäre. Warum? Ne? Ja, wieder, also das ist halt wirklich so. Also da müsste ich Buddha sein, um da nicht reinzupieken. Ich bin ein alberner, frecher, mutiger Hedonist, ne? Mit Feuer im Arsch und Blitz in den Fingern. Ich kann bei manchen Sachen ist angerichtet. Ich habe ein bisschen was gewagt. Es ging nach hinten los. Na, was willst du machen? Nix. Warten, ob die jetzt noch ein Gespräch haben wollen. Wenn nicht, dann nicht. Das ist diese Woche auch noch passiert. Ich habe mich dann hier hingesetzt. Hab mir meinen Whisky eingeschenkt und so gedacht. Des Wiesels. Ihr habt die Höhle des Bösen gesäubert. Ihr habt ja, mein Honig. Vertrauen erlangt. Und also sagst du ja, ne? Wenn wir demnächst mal so ein VR-Stream machen, bist du mit dabei. Finde ich knuffig, ja. Ich bin ja nicht unverschämt, ne? Bin ich ja nicht. Nein. Guten Tag. So, ich brauche Dinge. Ich habe Hardcore gespielt, aber wenn du alles mit einbeziehst, also auch so geistige Geschichten und auch Herzensdinge, also ich würde sagen, dann sind die 30er Jahre das Beste. Weil da bist du körperlich immer noch stark drauf und kaum leiden. Hast dich geistig auf jeden Fall schon entwickelt und bist auch vom Herzen her befestigt. Und hast schon so deine Weisheiten und Lehren gezogen im Leben.
Deswegen glaube ich, sind da, so wenn du alles im Schnitt betrachtest, wahrscheinlich die 30er größte Plus, ne? Könnte ich mir vorstellen, oder? Ficken wollte ich schon immer mal austesten. Ich habe das schon so oft bei Aldi gesehen. Schreie aus dem Harem die Treppen heraufhalten. Du musst den Schaft in die Öffnung stecken, hat er eben gesagt. Und sahen, dass die armen Mädchen von gnadenlosen Dämonen abgeschlachtet wurden. Meine tapferen Wachen versuchten, die Dämonen in die geheimnisvolle Spalte zurückzubringen, aus der sie gekommen waren. Seither kämpfen meine Männer einen aussichtslosen Kampf. Immerzu kommen Dämonen aus der Spalte in den Palast. Schließlich heuerte ich Griez und seine Söldner. Aber recht hat er recht. Ja. Rutscht denn da so rein? Ich muss aufpassen, wie ich meine Sätze formuliere. Man rutscht da so rein. Ich weiß nicht, wie du auf mich gekommen bist. Ich habe sogar überlegt, ob ich noch mal ein bisschen Beat sabere oder ein bisschen in VR-Hops. Aber jetzt ist 4:30. Da gehe ich tatsächlich gleich einfach ins Bett. Ich nehme nur mein Handy mit, gucke nochmal meine Mails durch und so, aber ansonsten... Ah, guck mal hier. Es macht halt wieder sehr Bock. Ich bin eine Grafikhure. Ja, so, jetzt habt ihr's. Ja, ja. Mach auch nicht mehr ewig. Dahinter das weite Meer. In jener letzten Nacht schlugen wir unser Lager auf. Vielleicht lag es am warmen Wüstenwind oder dem Geräusch des Meeres. Jedenfalls schlief ich zum ersten Mal seit vielen Wochen. Doch die Träume kehrten zurück. Aber es waren eindeutig nicht meine eigenen. Ich sah die Vision eines großen Mannes, des Magiers Tal. Ihr wart auch da, zumal. Das ist schon fancy gemacht. Ich entsinne mich, ich sah euch in meinem Traum. Salo, ich hau dir auf den Arsch. Meine Brüder hatten einen mächtigen Dämon in die Enge getrieben. Das Vermögen der Gräfin sei unter dem Klerus aufgeteilt worden, doch viele behaupten, das meiste sei nie gefunden worden und läge noch heute bei den verrottenden Schädeln begraben, die stummes Zeugnis ablegen von der Unmenschlichkeit der menschlichen Kreatur. Das stand da in dem Buch eben. Ich wollte nur nicht so lange stehen bleiben und es vorlesen. Und es vorlesen lassen, deswegen habe ich es euch vorgelesen. Ja, der Absturz, der hat alles wieder gekillt. Die Rolle geben die selbst ab. Ah, kannst du es auch, wenn du möchtest. Oh. Oh, meine Wölfe sind schon alle weg. Hui. Oh, der hat die Haut, die weg wie nix. Die buttert alles weg. Oh, jetzt ist unsere Begleiterin auch weg. Yeah! Ha! Ohne zwischendurch in die Stadt zu müssen. Ohne in die Stadt zu müssen. Eure Herrschaft ist vorbei. Ja. Ohne in die Stadt zu müssen. Ich glaube an dich, du schaffst das. Und mehr Wölfe holen. Frag dich zuvor und lass die Zahlen erstmal weg. Aber ist wahrscheinlich so, dass der Werbär am Ende sinnvoller wäre, ne? Über die Gefahren in der Wüste. Seine Erfahrung könnte euch nützlich sein. Wie lange ich machen will? Och. Den zweiten Akt würde ich... Ne, das ist halt in der Beta noch enthalten, dass man hier bis... dass man diesen Akt durchkloppen kann, würde ich ja auch. Als die drei Übel der einst gefesselt wurden, wurde Mephisto, der Herr des Hasses, nach Kurast gebracht und mit der allerheiligsten Magie gebunden. Ja, es hat aber nichts geholfen. Der Hass trieft jetzt schon in den Kehegan des Hohen Rates. Der wird verdorben werden, noch bevor wir da sind. Ich habe großes Vertrauen zu Griez.
Er scheint alles im Griff zu haben. Ja. Wisst ihr, was Greets eigentlich morgens immer isst, bevor der aufsteht? Warte, hier ist er. Wisst ihr, was er zum Frühstück immer kriegt? Seid gegrüßt. Der isst morgens immer eine Schüssel Greetsbrei. Sorry. Jetzt bin ich entrüstet. Jetzt bin ich wieder entrüstet. Sorry, ich bin manchmal albern. Das sind manchmal solche Dinge, die mich schon sehr erfreuen können. Es ist schön, die Kaffeemaschine jetzt auf dem Tisch zu haben. Hier die Kaffeemaschine, hier meine ganze Audiotechnik, hier ein Mikroskop, ne? Da noch ein Drucker. Ich muss wegen nichts mehr meinen Platz hier verlassen. Irgendwann in ein, zwei Monaten hole ich mir noch eine Minibar für unseren Schreibtisch hier, unter den Schreibtisch. Dann habe ich sogar einen Kühlschrank hier direkt und kann mir was zu essen und zu trinken hier aufbewahren. Dann muss ich nur noch zum Pissen und Kacken irgendwie weg. Das heißt, irgendwann muss ich mir noch eine Stauente hier hinstellen, dass ich da reinpinkeln kann. Dann kann ich irgendwann tagelang hier sitzen. Ja, schön. Ich gucke auch noch zu, wie nur im Ich bin so eine faule Sau. Das Zeug habe ich seit mindestens einem Jahr rumstehen gehabt an der Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine ist aber 2,50 Meter von meinem Schreibtisch weg. Das heißt, wenn ich mir einen Kaffee machen wollte, musste ich immer aufstehen, 2,50 Meter nach links gehen und dann die Kaffeemaschine bedienen. Jetzt habe ich die Kaffeemaschine am Tisch, nachdem ich das Wohnzimmer renoviert und umgeräumt habe. Und dieser kleine Unterschied von 2,50 Meter sorgt dafür, dass ich jetzt viel mehr Kaffee trinke und überhaupt Kaffee mal benutze. Ich habe mir hier mehrere schöne Dosen besorgt, wo ich mit Kreide draufgeschrieben habe, was drin ist. Hier, Öko-Kaffee Classic Arabica. Kaffee. Die Dinge habe ich mir schon vor Jahren gemacht. Aber ich habe zwischendurch monatelang keinen Kaffee gemacht. Warum? Weil die Kaffeemaschine 2,50 Meter weit weg ist. Wenn Leute immer mir sagen, ja, ich mache mir lieber einen Tee. Und ich sage, oh, ich liebe Tee auch. Aber der Tee ist in der Küche. Tee ist in der Küche. Ich habe sehr viel Tee, aber ist alles in der Küche. Da muss ich hinlaufen. Kaffee muss ich nicht mehr hinlaufen. Als ich zum Kaffee noch hinlaufen musste, das war nur 2,50 Meter, habe ich mir selten einen Kaffee gemacht. Manchmal ja, aber selten. Jetzt trinke ich dauernd Kaffee. Der Unterschied von 2,50 Meter zu, ich kann mit dem Arsch sitzen bleiben, sorgt schon dafür, dass ich mir jetzt mehr Kaffee mache. Bis ich mir mal einen Tee mache, können Jahre vergehen, weil da muss ich ja bestimmt 6, 7, 8 Meter in die Küche gehen. Viel zu weit weg. Jetzt habt ihr mal ein, wie soll ich sagen, einen Eindruck bekommen, von meiner Faulheit. Wenn Leute nicht verstehen, dass ich so selten Tee trinke, obwohl ich so viel Tee habe, weil ich dafür in die Küche gehen muss. Gehört zur Benutzeroberfläche.